Hallo ihr Lieben draußen, schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe heute ein DM-Haul für euch. Oh. Ich war vor ein paar Tagen bei DM einkaufen und habe so ein bisschen unterschieden zwischen Lebensmitteln und so Haushaltsgedöns. Ich dachte, es wäre mal wieder Zeit, gab den schon super lange nicht mehr auf meinem Kanal. Und deswegen würde ich sagen, geht's los. Abonnieren ist kostenlos. Ich würde sagen, wir fangen mit den Lebensmitteln an, weil ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber ich habe wieder mit Weight Watchers angefangen. Und es sind einige Lebensmittel dabei, die ich erst gekauft habe und danach auf die Punktezahl geschaut habe. Ich bin ehrlich, ein paar Sachen wurden schon aus dieser Tüte stibitzt. Und zwar hatte ich noch so ein paar Fruchtriegel für die Frieda gekauft. Das hat sie sich nach und nach heimlich aus der Tüte geschnappt. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Also was bei uns nie fehlen darf, der ist schon leer, sind Quetschis. Frieda entscheidet da immer nach der Farbe und weil Lila ihre Lieblingsfarbe ist, sind es diese beiden geworden. Ich bin ehrlich, ich unterscheide da auch nicht zwischen freche Freunde oder die von Baby Love. Ich finde, die sind alle gut. Preis-Leistungs-Verhältnis ist eigentlich im Grunde genommen überall gleich. Ich glaube, die sind jetzt ein bisschen teurer, aber Frieda hat sich die, wie gesagt, ganz alleine ausgesucht, weil sie eben lila sind. Und der hier war pink. genau, also die kommen eigentlich regelmäßig mit und ich glaube, oder ich finde auch nicht, dass das einen Unterschied macht, ob die Kinder jetzt ein Baby noch sind oder 2 oder 3 Jahre. Also zum Beispiel nach der Kita nimmt sie gerne mal so ein oder wenn wir auf dem Weg zum Ballett sind. In der Bahn isst sie auch gerne mal so ein oder nach dem Ballett oder nach dem Sport, je nachdem. Dann kommt mein größter Fail eigentlich und das tut mir so unendlich leid. Das ist dieser Riegel von Vegans oder Vegans. Ich liebe den. Also wirklich für jeden, der nicht auf seine Figur achten muss, testet den mal. Und für jeden, der Bounty natürlich mag, total leckeres Ding. Aber wenn ihr Weight Watchers macht, schaut bitte nach, wie viele Punkte der hat. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr aus dem Kopf, aber ich glaube, es waren so um die 30. Also es war mega, mega, mega heftig. Und bei aller Liebe, so geil schmeckt er dann auch nicht, dass ich meinen kompletten Tagesbedarf an Weight Watchers Punkten dafür opfern werde. Deswegen darf den wahrscheinlich dann die Frieda essen, wenn sie möchte. Was auch wieder mal gekauft werden musste, habe ich jetzt einfach bei DM mitgenommen, weil ich bei DM war, ist Salz, Meersalz. Das ist jetzt ein bisschen feiner. Wir nehmen normalerweise das Gröbere, weil wir so ein Mahl-Dingsbums haben. Diesmal habe ich das hier mitgenommen. Ich weiß nicht, ob man bei Salz einen Unterschied schmecken kann. Ich habe keine Ahnung. Obwohl ich gesehen habe, bei Just Spices zum Beispiel, da gibt es so krass unterschiedliche Salze. Schwarzes Salz, dann Hawaii-Salz und so, voll krass. Da habe ich, glaube ich, jetzt auch das Hawaii-Salz bestellt. Ich bin mir nicht sicher. Genau, da haben wir uns jetzt aber dafür entschieden. Dann, was ich gerne immer esse mit ein bisschen Curry, sind Kichererbsen. Die sind auch super leicht zuzubereiten, gerade wenn es ein schnelles Mittag sein soll. So ein Kichererbsen-Curry geht super schnell und ist auch Weight Watchers geeignet. Also Kichererbsen haben nicht so viele Punkte und machen gut lange satt auf jeden Fall. Man kann sie braten mit Gemüse so ein bisschen. Also ich finde es echt, es ist so ein Arounder. Deswegen mag ich sie so gerne. Also natürlich ohne dieses Wasser, was da drin ist. Übrigens tut mir super, super leid, dass ich so nasal spreche. Aber ich bin erkältet, wie man es hört. Und es kam so ganz plötzlich über mich. Oh nein, ich wollte eigentlich meine Haare aufmachen. Mist. Egal, dann mache ich sie jetzt auf. Für euch. So. Da, 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 da. Die ungekämmte Wahrheit. Übrigens wollte ich euch mal ein kurzes Update geben zu meiner Colorista-Geschichte. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, das verlinke ich euch einmal hier oben in dem i oder unten in der Beschreibung. Ich hatte mir die Haare rosa gefärbt und ich finde, jetzt sieht man es leider Gottes immer noch so ein bisschen und es ist schon 3 Haarwäschen her. Deswegen ist das mein aktuelles Fazit. Das wollte ich euch nur mal kurz sagen. Was ich mir noch gekauft habe bei DM, was ich so noch nicht gegessen habe, ist die cremige Karottensuppe mit Kokos. Ich dachte, für einen schnellen Snack zwischendurch und von den Punkten her ist es okay. Also es ist halt eine vollwertige Mahlzeit an Punkten. Aber ich denke, nach so einer Suppe ist man auch gut satt. Ich kann euch nicht sagen, wie sie schmeckt, weil ich habe sie noch nicht probiert. Aber ich dachte, ich bin einfach mal ganz, ganz verrückt und probiere mal so eine cremige Karottensuppe mit Kokos. Alle, die mich schon ein bisschen länger verfolgen, die wissen, dass ich den Curry Papaya Mango Aufstrich sehr, sehr gerne mag von Weight Watchers. Von DM natürlich. Der ist super lecker. Also wenn ihr auf Curry und Papaya und Mango steht, dann guckt euch den mal an.
Und der ist auch Weight Watchers geeignet. Also der geht von den Punkten auch. Also hier sind 180 Gramm drin und ich glaube, auf 100 Gramm waren die Punkte berechnet und die gingen voll klar. Das war es tatsächlich auch schon mit den Lebensmitteln. Übrigens bin ich totaler Fan von diesem Beutel. Ich finde, die Farbe ist so, so schön. Wusstet ihr eigentlich, dass man die, wenn die kaputt gehen, zurückbringen kann und dann einen neuen bekommt? Ja, dann kommen wir zu der zu dem Haushaltseinkauf. Fangen wir direkt mit dem Größten an, was mir hier schon entgegenkommt. Und zwar sind das hier diese Swiffer-Tücher. Wir haben so einen Swiffer und damit putze ich eigentlich relativ oft. Also so oft, wie ich halt putze. Also wenn ich putze, wenn ich den Boden so von den kleinen Flecken und so bereinigen möchte, dann nehme ich diesen hier, weil die sind super feucht. Also die sind wirklich, die triefen richtig, wenn man sie rausnimmt. Also die sind wirklich super, super nass und es ist richtig gut zum Saubermachen. Wir haben halt den Swiffer dazu, auch bei DM gekauft. Und seitdem hole ich eigentlich nur noch diese Tücher hier danach. Und Frieda mag es auch total, mit dem Swiffer zu putzen. Wenn wir schon mal beim Bad sind, habe ich die hier noch gekauft. Wir haben ja zwei Bäder, deswegen immer zwei Dinger. Und meine Erfahrungen sind das mit die besten eigentlich, also vor allem die blauen, weil die sich halt einfach fast immer auflösen. Die anderen, habe ich das Gefühl, lösen sich immer nicht so zu 100% auf. Und das liegt vielleicht auch an mir, ich habe keine Ahnung, vielleicht an meinem Toilettenverhalten. Ja, die mag ich sehr gerne. Vom Geruch her, es riecht halt nach frischem Klo. Was ich jetzt mal neu ausprobiert habe, was ich gesehen habe, ich nehme sonst immer die Wäscheperlen von, lass mich lügen, Lenoir, glaube ich. Da gibt es jetzt so einen Abklatsch von Denk mit direkt. Und als ich noch keinen Schnupfen hatte, habe ich daran gerochen. Und ich rieche es immer noch. Und es riecht sehr intensiv. Es ist ein bisschen, also ein bisschen ist gut, viel feinkörniger als diese Lenoir-Perlen. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Lenoir-Perlen ein bisschen cremiger sind, also cremiger, naja, ihr wisst schon, was ich meine. Und die sind so ein bisschen, ich bin gespannt, wie sie sich auflösen, ob das klappt. Die gibt es auch in zwei Geruchsrichtungen, ist aber auch nicht super viel günstiger als das Originalprodukt. Mal gucken. Dann musste mal wieder mit meinen Catrice All Matte Make-up in der Farbe Nude Beige. Habe ich jetzt aber gesehen, ist die falsche Farbe. Mal gucken, ob ich die noch umtauschen kann. Das wäre richtig Knorke, würde ich sagen. Richtig cool, weil ich nämlich normalerweise das Light Beige benutze. Also das habe ich jetzt drauf. Vielleicht probiere ich einfach auch das Nude Beige einfach mal aus. Das ist übrigens mein All-Time-Favorite. Und ich hatte beim Einkaufen Lust auf Baden. Deswegen habe ich mir diesen Badezusatz hier geholt. Das ist von Alverde. Ein Schaumbad, Blütenregen. Ich dachte, ich habe nur Schaumbad gelesen, dachte mir so, hey, okay, wer hat das jetzt schon vor lange kein Schaumbad mehr? Ich habe halt sonst immer so Ölbäder und so. Oder mit Frieda so eine Zauberkugel. deswegen dachte ich, ich nehme mal was Schönes. Und dann habe ich mir was gegönnt. Das ist eine relativ teure Creme von Alverde. Von Alverde, sage ich schon. Von Veleda. Die Granatapfel straffende Tagespflege. Ich habe schon von mehreren Freunden gehört, dass die ganz gut sein soll. Und deswegen habe ich gedacht, ich benutze sie eigentlich jetzt auch mal. Ja, die kostet, glaube ich, 17, 18 Euro, so 16, 18 Euro. Ziemlich teuer für so eine kleine Tube. Aber ich meine, wir werden ja auch nicht jünger und da muss man auch mal ein bisschen Geld investieren, ne, in seine Haut. Ja, was natürlich auch nie fehlen darf, sind Mülleimerbeutel. Da habe ich jetzt die 60 Liter genommen, die zum Zuschnüren oben. Finde ich immer am praktischsten. Also das Problem ist, wir haben gar nicht so viel Müll, aber wir haben eine große Mülltonne. Und da gehen die Mülltüten immer nicht über den Rand. Vielleicht habt ihr, also wir haben diese große Ikea-Mülltonne, die hier. Und irgendwie passen die ganzen Tüten da immer nicht so über den Rand. Oder das, keine Ahnung, oder vielleicht stelle ich mich auch einfach zu doof an. Ich habe keine Ahnung. Und deswegen nehmen wir dann meistens unsere Einkaufstüten und packen die da rein. Ist jetzt auch nicht so super gut, ich weiß. Aber ich probiere es jetzt mal mit denen. Ich habe aber eigentlich auch ein Händchen dafür, die falschen Mülltüten zu kaufen. Geht euch das auch so? Meistens sind sie zu klein. Was haben wir denn hier noch? Achso, dann habe ich mir Nagellack gekauft. Und zwar, ich habe ja sonst immer Gelnägel gehabt. Sind jetzt nicht so repräsentativ.
Ich habe sonst immer Gelnägel gehabt, habe mir die jetzt aber entfernen lassen, weil ich dachte, ich tue meinen Nägeln mal was Gutes. Und die sind so super weich, wirklich. Ich kann nichts damit machen, weil die sofort wegknicken. Und naja, jedenfalls habe ich gedacht, kaufe ich mir da mal einen Nagellack. Und dann habe ich mir die beiden hier gekauft. Und zwar sind die beide von P12. Vom P2. Einmal Nude Benefit Polish und vom P2 Technochrom Polish. Ich weiß nicht, ob ich euch das mal ranzoomen kann oder so. Keine Ahnung. So. Ich finde, die beiden harmonieren sehr schön miteinander. Ich habe den Ringfinger halt in diesen Chrom eingepinselt und die restlichen halt in dem Nude. Und finde ich eine schöne Kombination. Ja, normalerweise nehme ich ja keinen Nagellack, weil ich ja, wie gesagt, immer mir die machen lasse. Und wenn wir schon mal bei Nägeln sind, habe ich mir zwei Nagelfeilen gekauft. Weil die ich da hatte, die ist schon echt ein bisschen alt. Ich glaube, die war aus meinem Weihnachtskalender 2015. Also echt schon alt. Weil ich die halt nie gebraucht habe. Und jetzt muss ich halt schon häufiger mal feilen. Deswegen brauchte ich ein paar neue Feilen. Feilen. Und dann habe ich hier noch ein Deo von Rexona. Ich habe mich ein bisschen vergriffen. Das habe ich jetzt Shower Fresh habe ich genommen. Sonst nehme ich immer Fresh Cotton. Aber ich denke, Deo tut es jetzt auch nicht ab, ob das jetzt ein anderer Geruch ist. Und dann habe ich noch meine feuchten Allzwecktücher. Die favorisiere ich im Moment auch sehr. Die nehme ich eigentlich auch für alles. Also sobald irgendwo was dreckig ist oder so, dann nehme ich die dafür. Und Frieda macht damit auch gerne mal so einen Fleck weg. Das macht sie auch sehr gerne. Auch ihr Untersetzertisch-Dingsbums machen wir damit sauber. Ich weiß nicht, ob das so super gut ist, aber es wird halt sauber und riecht gut. So. Und dann habe ich noch zwei Produkte. Nehme ich einmal noch das hier. Das ist eigentlich auch so ein All-Time-Favorite von uns. Das gebe ich immer bei der weißen Wäsche mit dazu. Und wenn es ganz hartnäckige Flecken sind auf der weißen Wäsche, dann rabe ich das halt damit ein. Ich weiß nicht, ob ich dazu noch irgendwas sagen muss. Ich weiß es nicht. Ich finde es vom Geruch her auch noch ganz okay. Und mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Ich bin ein super Haul-Mensch, ne? Und zu guter Letzt habe ich mir noch eine Garnier Skin Active Hydra Bomb Touch Mask gekauft. Ich dachte, ich wollte mir mal was Gutes tun. Genau das Gleiche dachte ich mir wahrscheinlich auch bei dem bei dem Schaumbad. Ich bin gespannt, wie das ist. Habe ich noch nie benutzt. Ich benutze auch ganz selten so Masken, die man so abmacht und so. Aber was ich mir jetzt gekauft habe, sind so Gelpads unter den Augen. Die habe ich vor einer Weile mal gekauft. Und die finde ich eigentlich ganz angenehm, wenn man die Zeit dazu hat. Die Zeit habe ich oft nicht. Deswegen dachte ich mir, aber ich sehe gerade, die muss man auch 15 Minuten drauf lassen. Naja, ich probiere mal. Sieht auf jeden Fall schon auf dem Bild ganz lustig aus. Das war's, Leute, das war's. Mein DM-Haul. Ich hoffe, er konnte euch etwas erfreuen, vielleicht ein bisschen inspirieren. Und wir sehen uns dann am Sonntag wieder. Da gibt es einen neuen Vlog. Und ach so, ich wollte mich nochmal bei den Mädels bedanken, bei den Jungs und Mädels, die bei meinem letzten Instagram Live Dingsbums dabei waren. Es ist immer richtig cool bei euch, mit euch zu quatschen. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt bei Instagram, dann macht es doch sehr gerne, denn da bin ich jetzt relativ häufig online, also live. Und ich glaube, dass man sich live immer noch mal ein bisschen anders gibt, als wenn man jetzt in einem Video den Eindruck von mir hat, wer ich bin, was ich mache, keine Ahnung. Deswegen hoffe ich, wir sehen uns dann vielleicht bei Instagram. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag oder einen schönen Abend, whatever, keine Ahnung. Und wir sehen uns am Sonntag. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, ja? Ne? Nicht vergessen, ja? Ja? Tschüss!